Nach unserem Unfall auf der Transfagara Saan warten wir immer noch auf das Ersatzteil aus Deutschland. Doch in Sibiu selber wollen wir nicht länger bleiben. Und so beschließen wir, auf einen kleinen Campingplatz außerhalb der Stadt umzuziehen. Heute lernen wir, dass Wandern in den Karpaten ein ständiges Auf und Ab bedeutet. Und damit wir dieses Wissen nicht vergessen, werden unsere Oberschenkel die nächsten Tage richtig brennen. Die Wälder hier um Hermannstadt erinnern uns an die Wälder in unserer Heimat. Nur, dass es hier eine signifikante Anzahl an Bären und Wölfen gibt. Und so wandern meine Augen ständig über die Umgebung, suchen nach Spuren der faszinierenden Raubtiere. Wir haben den Bergkamm erreicht. Die Bäume rings um uns herum verhindern zwar, dass wir eine weite Aussicht haben, aber dafür können wir ein paar Kilometer mal eben laufen. Kein ständiges Bergauf, Bergab. Ja, wir sind jetzt hier direkt bei unserem Campingplatz losgelaufen und sind hier den Berg hoch und haben es fast geschafft, dass wir ganz oben sind. Das sind 500 Höhenmeter auf dem ersten Drittel von 12 Kilometern. Insofern bin ich auch rechtlich außer Puste, aber wir haben noch was Geiles gefunden. Schaut euch den Baum hier mal an, das ist einfach grandios. Das sind vier Bäume, die ineinander gewachsen sind. Das ist eine Riesenbuche oder es sind vier Riesenbuchen. Super schön. Allein dafür hat es sich gelohnt, hier hochzulaufen. Wie gesagt, wir müssen noch auf 1010 Meter. Wir sind schon bei 980. Die letzten 30 schaffen wir auch noch und da geht's jetzt hin. Die Wanderung hat richtig gut getan und damit ihr euch was Gutes tun könnt, haben wir sie euch auf Komoot hinterlegt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Mittlerweile sitzen wir auf heißen Kohlen. Das Ersatzteil liegt immer noch in Deutschland im Zwischenlager. Wir beschließen, 70 Kilometer weiterzufahren und uns die Festung von Fagarasch anzuschauen. Die Fagarasch-Festung ist eine imposante Verteidigungsanlage hier in den Karpaten. Sie war Zeitzeuge vieler historischer Ereignisse und königlicher Intrigen. Mit ihrer atemberaubenden Architektur und ihrer strategischen Lage bietet die Festung nicht nur einen Einblick in die Historie, sondern auch in die schöne Landschaft der Fagarasch-Berge. Die ehemalige Verteidigungsanlage ist heute ein Museum und Kulturzentrum. Also, lasst uns doch mal reingehen und erkunden, was es da so gibt. Wir haben uns einen Übernachtungsplatz südlich von Fagarasch herausgesucht und landen in einem kleinen Idyll. Solange das Wetter noch hält, entspannen wir in den Hängematten, danach machen wir es uns im blauen Klaus gemütlich. Immer wieder überprüfe ich die Sendungsverfolgung. Dabei wandern meine Blicke durch das Fenster raus in die Ferne. Die Ferne zieht mich. Sie ruft mich, das Reisen muss weitergehen. Ja, wir machen gerade einen Break. Wir sind hier gerade im Spessart unterwegs und ich möchte die Chance auch mal nutzen, kurz einen Break in dem Video zu machen. Und zwar möchte ich mich gerne bedanken für die vielen Abos, die ihr dagelassen habt, für die vielen Likes, die ihr jetzt schon dagelassen habt in den Rumänien-Videos. Es ging nochmal richtig nach oben und das hat mich echt motiviert, wieder ein bisschen mehr in den Kanal auch noch rein zu investieren. Und ich freue mich über jedes einzelne Abo, wenn die Zahl hochgeht, über jedes einzelne Like, über jeden einzelnen Kommentar, den ich dann auch beantworten kann. Das macht richtig Spaß. Und das Einzige, was noch mehr Spaß macht, als das mit euch zu machen, ist noch mit mehr von euch das Ganze zu machen. Und deswegen würde ich euch hier gerne nochmal bitten, teilt den Kanal mit Leuten, die diese Videos auch interessieren können. Also nicht mit wahllos Leuten, sondern wirklich mit Leuten, die es interessieren können, weil das hilft uns ungemein. Die Abozahlen gehen nach oben. Und ich habe mir für nächstes Jahr vorgenommen, ich möchte gerne... Na, geht's gut? Ich möchte gerne den Kanal... fünfstellig machen bis zum Ende vom nächsten Jahr und dazu brauche ich eure Hilfe. Aber mal abgesehen von Likes und Abos und Kommentaren gibt es eine Sache, die für YouTube ganz, ganz wichtig ist und das ist die Zeit, die ihr die Videos schaut. Das heißt, je mehr unsere Videos geschaut werden von Anfang bis Ende, desto höher werden wir gerankt durch YouTube, desto mehr Leute finden unsere Videos, desto besser wird alles im Endeffekt. So einfach ist es. Und dafür müssen wir aber auch den Content liefern, den euch interessiert. Und ich würde gerne euch mal bitten, in die Kommentare reinzuhauen, was euch interessieren wird, was wir noch machen können. Wir haben schon Dinge getan. Ihr hattet ja jetzt zum Beispiel
die Anfrage und habe gesagt, hey, wir hätten gerne genau gewusst, wo ihr seid. Jetzt haben wir ab dem 5. Rumänien-Video haben wir zum Beispiel die Koordinaten für jeden Punkt, an dem wir waren, mit drin, damit ihr das wiederfinden könntet. Ihr wolltet gerne Karten haben, wo wir lang gefahren sind. Auch die sind schon in den Rumänien-Videos mit drin und so weiter und so fort. Und solche Sachen würden wir gerne mehr einbauen. Aber es geht auch um Inhalt, nicht nur um, wie der Inhalt präsentiert wird, sondern auch der Inhalt selber. Wollt ihr vielleicht mehr Reisen mit Hund haben? Wollt ihr mehr Fahrszenen haben, mehr Drohnen? Mehr über die Nationalparks, in denen wir laufen, wissen, also auch wirklich Fakten haben. Wollt ihr mehr von diesen Kochvideos, mehr Campleben haben, mehr Gear, mehr Ausbauvideos auch wieder? Ja? Also wir bauen ja noch auch immer mal wieder was um. Wir filmen das nur momentan nicht wirklich, weil wir jetzt so ein bisschen die Transition machen natürlich zu den Reisevideos. Nichtsdestotrotz können wir da trotzdem immer mal was reinstreuen. Das liegt an euch und deswegen die Bitte, und ich will euch gar nicht weiter aufhalten, haut's in die Kommentare, was ihr gern sehen würdet, was wir besser machen können, und ich werde 2024 noch richtig Gas geben, dass es für euch guten Content gibt. Das ist mein Versprechen für nächstes Jahr, und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch, wenn ihr das 2023 recht zeitnah seht, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, und jetzt geht's weiter, ab ins Video, das ist das, was ihr sehen wollt. Macht's gut, ciao. Am nächsten Tag treffen wir eine Entscheidung. Die Lenkstange ist immer noch kein Stück weiter gereist. Und so entscheiden wir, dass wir unsere Reise fortsetzen werden. Wir werden erst auf dem Rückweg die Lenkstange wieder einbauen lassen und einfach so weiterfahren, wie wir es geplant haben. Schlammvulkane, wir kommen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine neue Location, und zwar sind wir bei den Schlammvulkanen. Das ist hier in der Nähe von Berka, irgend so ein Dorf, Ort, Stadt, keine Ahnung. Und wir sind hier relativ weit draußen, und das ist so ein wunderschöner Ort. Hier ist alles rundherum eingebettet mit ganz sanften Hügeln, die grün bewachsen sind mit Bäumen oder Wiese. Und hinter uns ist so ein absolutes cooles Highlight. Das sind so Schlammvulkane, kleine Kaltvulkane, die halt durch Gase kommen die aus der Erde unten hoch, aus 3000 Metern, und dann entstehen oben so kleine Blubber. Ja, wie heißt das? Schlote? No? Total witzig. Also super, super geil. Schaut es euch mal mit an. Aber erstmal gehen wir noch ein Stückchen laufen mit Pobi.
Es gibt hier zwei Schlammvulkanfelder. Beide sind zu Fuß vom Campingplatz aus erreichbar. Gestern haben wir uns das erste angeschaut und heute Morgen sind wir auf dem Weg zum zweiten. Bei Regen machen die Schlammvulkane in ihrem Namen erst recht alle Ehre. Vorsichtig schlittere ich von Schlot zu Schlot. Schon nach wenigen Metern fällt mir auf, dass es hier weniger Schlammvulkane gibt. Dafür sind sie wesentlich größer und imposanter. Wir sind ordentlich hungrig von der Wanderung, der Kälte und dem Regen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um wieder mal den Omnia anzuwerfen. Beim Pizzabacken heizt sich der Klaus schön auf. Wir merken jetzt schon, dass die Entscheidung weiterzufahren die richtige war. In der nächsten Folge folgen wir der Donau bis in ihr Delta. Auf einer Bootstour genießen wir die Vogelwelt der Wasserlandschaft, um anschließend an unserem südlichsten Reisepunkt anzukommen, dem Schwarzen Meer. Wir würden uns freuen, wenn du uns auch dorthin begleitest. Also abonniere den Kanal, klingel das Glöckchen, teile das Video mit deinen Freunden und genieße mit uns die Schönheiten Rumäniens. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ciao!